1983 begaben sich eine Gruppe gottesfürchtiger Wissenschaftler auf die Suche nach dem Allmächtigen. Hierzu starteten sie ein Experiment namens Gateway of Mind. Sie hatten die Theorie aufgestellt, dass ein Mensch, dem jegliche Stimulanz der weltlichen Sinne verweigert würden, in der absoluten Stille zu Gott finden würde. Unsere fünf Sinne sind demnach ein Hindernis, um die Präsenz von Gott spüren zu können. Nach einiger Zeit der Suche fanden sie schließlich ein geeignetes Testobjekt. Ein alter Mann, der nach eigenen Angaben nichts mehr hatte, wofür es sich zu leben lohnte. In einer aufwendigen und komplexen Operation trennten die Wissenschaftler die sensorischen Nerven vom Gehirn. Das Testobjekt behielt zwar die volle Kontrolle über seine Muskeln, konnte aber weder sehen, hören, riechen, fühlen oder auch nur schmecken. Ohne eine Verbindung zur Außenwelt war er also ganz allein mit seinen Gedanken. Die Wissenschaftler überwachten ihn, während er undeutlich über seinen Zustand redete, obwohl er sich selbst nicht einmal hören konnte. Nach 4 Tagen erzählte er von unverständlichen Stimmen, die er zu hören glaubte. Die Wissenschaftler gingen davon aus, dass dies der Beginn einer Art Psychose war und schenkten ihm wenig Beachtung. 2 weitere Tage später fing der Mann an zu weinen. Er sagte, seine tote Frau würde zu ihm sprechen und er könne auch mit ihr sprechen. Die Wissenschaftler waren nicht davon überzeugt, bis er anfing, auch verstorbene Personen aus deren Umfeld zu benennen. Er konnte detaillierte Informationen nennen, die nur die Wissenschaftler und deren Angehörige hätten wissen können. An diesem Punkt wollten einige Wissenschaftler mit dem Experiment nichts mehr zu tun haben und verließen die Gruppe. Nach einer Woche schien das Subjekt so viele Stimmen zu hören, dass er wahnsinnig wurde. Er schlug seinen Kopf gegen die Wand, um endlich Ruhe zu haben, und bat die Wissenschaftler um Schlafmittel, damit er die Stimmen nicht mehr hören müsse. 3 Tage funktionierte das, bevor er ständig Albträume bekam, in denen er die Stimmen hörte und auch Verstorbene selbst sah. Einen weiteren Tag später schrie das Subjekt und drückte sich selber die Augen aus, nur um etwas zu spüren, was er aber natürlich nicht konnte. Der hysterische Mann schrie nun davon, dass die Stimmen der Toten ihm vom Ende der Welt und der Hölle erzählten. Sie seien ihm feindlich gesinnt. Was nun passierte, davon berichten die Audioaufnahmen, die Dr. Manuel Reicher angefertigt hatte. Kein Himmel, keine Vergebung, 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 kein Himmel, keine Vergebung. Er bettelte darum, getötet zu werden, aber die Wissenschaftler glaubten, sie stünden kurz vor dem Durchbruch. Dem Kontakt mit Gott. Nach einem weiteren Tag konnte das Subjekt keine vernünftigen Sätze mehr sprechen. Er war vom Wahnsinn befallen und riss sich mit den Zähnen das Fleisch aus den Armen selber heraus. Die Wissenschaftler fixierten ihn, damit er sich nicht selbst tötete. Nach ein paar Stunden Schreien und Winden wurde der Mann ruhig und starrte nur noch vor sich hin. Tränen flossen fortan über seine Wangen. 2 Wochen musste er künstlich mit Wasser versorgt werden, da er sonst dehydriert wäre. Schließlich bewegte er den Kopf und starrte einen der Wissenschaftler direkt an. Er flüsterte: Ich habe mit Gott gesprochen.